Helmut Schuster hat sich in Niederbayern einen Traum erfüllt, den Traum von der eigenen Kunstgalerie. Der gebürtige Rumäne lebt und arbeitet als Industriemechaniker und Steinmetz eigentlich in München. Vor 4 Jahren hat er aber durch Zufall den Weg nach Grub gefunden. Ich habe praktisch meine Kunstwerke in München im Keller gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, ich suche ein Bauernhaus oder eine Scheune, wo ich da arbeiten und genügend Stauplatz habe. Und dann zufällig bin ich im Internet, habe ich dieses Haus gefunden und bin ich sofort gefahren und habe mir das angeschaut. Und ich habe Glück gehabt, meine Frau hat auch zugesagt. Und dann haben wir uns entschlossen, das zu kaufen und meine eigene Galerie, praktisch ein Traum von mir, in Erfüllung zu gehen. Ne? Seitdem ist viel passiert. In den vergangenen Jahren hat Schuster die ehemalige Dorfschule umgebaut und saniert. Aus den früheren Klassenzimmern sind Ausstellungsräume geworden. Und Schuster verbringt seine Zeit nun immer öfter hier, statt in seinem alten Atelier in München-Feldmoching. Ich fühle mich daheim schon, die Nachbarn sind wunderbare Leute. Alle werkeln wie verrückt, wenn es am Wochenende, Freitag, Samstag, überall in alle Richtungen, wo man schaut, arbeitet jeder im Haus, im Garten und ich bin auch so ein Macher und dann mache ich auch Lärm, gehe ich auch allen auf den Sack manchmal, aber ich fühle mich echt wohl und ich respektiere die Nachbarn und sie mich und ich fühle mich echt wie daheim. Als das Haus soweit fertig war, nahm Schuster vor etwa einem Jahr Kontakt zum Deggendorfer Kunstverein auf. Zum einen wollte er Mitglied werden und die ehemalige Schule auch als Ausstellungsfläche zur Verfügung stellen. Für den Vereinsvorsitzenden ein Glücksgriff. Der allererste Eindruck war, dass ich völlig perplex war, weil ich kenne natürlich alle möglichen Ateliers und Galerien in der Region, aber sowas habe ich eigentlich noch nicht gesehen. Eine Schule, die partout perfekt in ein Kulturareal umgewandelt wurde. Er hat durch diese vielen Klassenzimmer, diese vielen Räumlichkeiten enorm spannende Ausstellungsmöglichkeiten. Nicht nur von der Anzahl der Werke, die ausgestellt werden können, sondern auch von den Gegebenheiten. Einige Räume sind optimal für Skulpturen, andere für Bilder. Also dieses Haus birgt wahnsinnig viele spannende Ausstellungsmöglichkeiten. Die zum offiziellen Eröffnungswochenende gleich von mehreren Mitgliedern des Kunstvereins genutzt werden durften. Ben Schaasfort, ein Akademiekünstler aus den Niederlanden, zeigte seine realistischen Stillleben und Landschaftsbilder im Obergeschoss. Die Malerin Eva Kolloch hatte ihre expressionistisch-abstrakten Werke inmitten der Arbeiten des Gastgebers platziert. Wir hatten gesprochen darüber, wie kann man dieses Areal für die Kunst in der Breite nutzen. Und da hat eben der Künstler mir angeboten, dass er auch Gastkünstler mit in das Programm aufnimmt. Und das ist für mich als Vorsitzender des Kunstvereins eine tolle Sache, denn ich habe immer Künstler, die Ausstellungsmöglichkeiten suchen. Und sowas wie hier ist natürlich optimal, weil es ein bisschen abgedreht ist, ein bisschen anders ist, nicht so formell. Gerade für junge Künstler, die starten wollen, optimal. Das war jetzt die erste Ausstellung, das ist der erste Schritt. Ich möchte auch den zweiten da machen. Ich möchte so jede 6 bis 8 Wochen 2 Künstler einladen oder 3 oder kommt drauf an. Und dann machen wir die nächste Ausstellung und dann schauen wir, wie das sich entwickelt dann weiter. Die neue Kulturinsel scheint auf jeden Fall schon jetzt gut anzukommen. Das Interesse am Eröffnungswochenende war groß. Aus ganz Bayern fanden Kunstinteressierte den Weg nach Grub in die alte Dorfschule. Das war toll heute, da war auch eine ehemalige Lehrerin da, da haben wir uns unterhalten und ein paar Dorfbewohner, die waren Schüler da in dem Haus. Das hat echt Spaß gemacht. Ausstellungen, Workshops oder auch andere Veranstaltungen. Was in Grub 51 noch alles passieren kann, das wird sich zeigen. Klar ist aber schon jetzt, das neue Kunsthaus bereichert die niederbayerische Kunstszene.